Man muss mit sich selbst abrechnen und sich selber beobachten. Selbst beobachten. Du musst dein eigener Hüter sein. Deswegen sagte Al-Hasan al-Basri, Al-Mu'minu qawwamu nafsihi. Al-Mu'min qawwamu nafsihi. Der Mu'min ist Hüter seiner selbst. Und er sagt hier einen schönen Satz, den man mit Gold schreiben kann. Er sagt, man hasaba nafsahu fi dunya khaffa an fi al-qiyamati hisabu. Wer mit sich selbst in der Dunya abrechnet, ich hoffe, ihr versteht das Wort abrechnen, was damit gemeint ist. Wir werden zwar noch mal einige Schritte erwähnen, aber allgemein, dass man versteht, was abrechnen bedeutet. Abrechnen heißt, deine Handlungen zu hinterfragen, deine Absichten zu hinterfragen, deine Vorgehensweisen zu prüfen. Das alles gehört zur Abrechnung. Er sagt, wer mit sich selbst in der Dunya abrechnet, ihm wird die Abrechnung in der Qiyama leicht fallen. Und umgekehrt gilt dasselbe. Wer die Abrechnung in der Dunya vernachlässigt, wird am Tage der Auferstehung, am Yawm al-Qiyama, einer schweren Abrechnung unterzogen.